Ja, und einen recht schönen guten Abend. Ihr seht, es wird wild. Es wird so wild bei Splatoon. Beim neuen Splatoon, bei der neuen Season. Es gibt kein neues Splatoon, es gibt eine neue Season. Ich stelle mich mir mal ein bisschen richtig rein. Ja, willkommen. Es war lange nichts los hier auf diesem Kanal. Ja, aber jetzt bin ich wieder da. Ich muss mich ein bisschen drunter machen, dass ihr ein bisschen seht, was los ist. Es gibt Erweiterungen, es gibt Updates und ich freue mich so darauf. Wir haben gerade gesehen, die neue Map, die Flughafen-Map, auf der wir gleich spielen werden in dem nächsten Video. Aber auch hier diese Erweiterung, nämlich dieser Turm, wo man sich hochkämpfen muss, Etage für Etage, Ruf der Freiheit. Im März verfügbar, im März geht es dann los. Und ja, wenn man ganz nach oben will, muss man jede Etage sich erkämpfen. Und wenn man irgendwo weggesplattet wird, fängt es wieder von vorne an. Ja, genau die Art von Spielen, die ich so richtig, richtig feiere und bestimmt tausendmal sterbe. Wähle 2, Ruf zur Ordnung. Und jetzt schalten wir rüber ins Studio zu den Nachrichten. Ja, noch eine kurze Randinfo wegen dem letzten Splatfest. Da haben ein paar Aufnahmen nicht richtig funktioniert. Ich habe natürlich gespielt, aber ein paar Aufnahmen haben nicht funktioniert. Aber dazu später mehr. Ich werde von dem letzten Splatfest, welches der beste Wochenendtag ist, ein Best-of-Zusammenschnitt machen, was ich an Videoschnipsel noch... ja, es gibt neue Seifen. Streifenaalstraße. Streifenaalstraße. Ja, dazu gleich mehr. Und dann werde ich vom letzten Splatfest natürlich noch etwas zeigen. Ja, die Streifenaal. Ich kann es nicht aussprechen, ich bin so doof dafür. Ist neu in Splatville. Und es gibt noch ein paar mehr neue Sachen. Ich kann das hier gar nicht alles vorlesen, so schnell, weil die so schnell reden. Wenn der Big Run losgeht, geht's zur Bär GmbH. Jawohl. Neues Update. Was denn? Was denn? Eine neue Season beginnt. Vom 1. März bis zum 1. Juni, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und zwar die Blütensaison. Und es gibt auch super krasse neue Waffen. Die sehen wir uns gleich mal an. Das heißt, wir sehen nicht alle Waffen an. Sonst sitzen wir an Weihnachten noch da. Aber dazu auch später mehr. Aber ich zeige euch dann gleich, welche neuen Waffen ich mir zulege. Es wird nämlich Zeit für Veränderungen. Supernova 2024. Und da ist die Laola Airport. Die neue Map. Leute, soll ich euch was sagen? Ich liebe ja Flughäfen und ich liebe Flugzeuge. Und guckt euch die neue Map an. Die ist richtig, richtig schön. Die ist richtig... Wir sind sogar auf einem Flugzeug irgendwie. Also richtig toll. Auch auf der... auch bei der Bär GmbH gibt es eine neue Map, nämlich die Krawallhalla. Krawallhalla. Da wird Krawall gemacht. Waren da Wikinger oder ein Krawall? Naja, egal. Salmon Run muss auch mal wieder gespielt werden. Es gibt so viel zu tun. Packen wir es an. Und es gibt einen Eventkampf. Diese Eventkämpfe, die sind nur zu ganz bestimmten Zeitfenstern verfügbar. Und natürlich auf der neuen Arena, das ist klar, der neuen Map, die wir hier auch gleich haben, wenn ich dann gleich ins Spiel gehe. Und die Bär GmbH macht natürlich wieder Werbung. Natürlich auf der neuen Map, Krawallhalla. Ja, damit wäre alles gesagt. Hoffentlich gefällt es euch. Ja, uns gefällt es. Mir gefällt es jedenfalls sehr gut. Also fast alles an Splatoon gefällt mir richtig gut. Und wenn wir hier schon bei Erweiterungen sind, natürlich die Erweiterung werde ich in den nächsten Tagen mir zulegen, damit wir dann nach Inkopolis können. Ja. Gut, es gibt dann jede Menge Banner, neuer Titel, freudensprühender Neuzugang. Und nochmal einen neuen Banner.
Und nochmal neu. Kampfgesteuertes Trugbild und Snack-Coupon. Oh, den müssen wir dann einlösen. Und Kartenpäckchen. Wo dafür die Wehrkämpfe. Sehr schön. Noch mehr Futter. Tada. Noch mehr Futter. Werden eigentlich noch Pack-Opening-Videos gemacht. Und der neue Katalog ist da mit der Blütensaison. Die Mode zur Blütensaison. Ja. Und neues Abzeichen erhalten. Verziere damit deinen Splash-Tag. Ja, das machen wir hier jetzt aber nicht. Erstmal umziehen, weil ihr wisst ja, das Splatfest ist vorbei und man darf die Splatfest-Shirts nicht behalten. Leider, leider, leider. Wie gesagt, zum letzten Splatfest kommt ein Video, wo ich einfach in einem ganzen Video zusammenfassend alles vom, was ich am Splatfest erlebt habe, weil das muss schon sein. Schließlich war ich im blauen Team, nämlich im Team Samstag. Das ist meiner Meinung nach der beste Tag am Wochenende, weil da kann man auch sowohl ausschlafen wie auch lange aufbleiben. Freitag ist aber als Arbeitstag der beste Tag. So, ich bin bei Arti im Laden gewesen. Ich habe das alles jetzt so ein bisschen gekürzt und übersprungen, weil der redet und redet und redet. Und er wird wirklich jede neue Waffe, redet er. Was ich ein bisschen, ein bisschen nervig finde. Ich fände es besser, wenn kurz und knapp gezeigt wird, das sind die neuen Waffen. Wenn man die dann anklickt oder auswählt, dass dann Arti was dazu sagt. Weil wenn man in den Laden geht, dann redet ja auch der Verkäufer nicht die ganze Zeit über das ganze Sortiment. Natürlich kann man die Waffen testen. Die war schon mal ganz interessant, aber hat mir jetzt nicht so zugesagt. Diese neue Airbrush. Mal gucken, wie die abgeht. Ja. Oh. Ja, so ein Sprinkler als Sekundärwaffe gefällt mir schon mal richtig gut. Mir gefallen, allgemein bin ich ein Fan von Sekundärwaffen, die ebenfalls einfärben. Ich habe schon Sekundärwaffen gesehen. Mit denen bin ich irgendwie, wo ich gedacht habe, hä? Also, ja, wo man zum Beispiel so einen Sprungspot dann aktivieren kann, wo man hinspringen kann, so, ja, das ist auch so eine Kugel zum Beispiel oder sowas, was da so rumsprenkelt. Das finde ich schon richtig schön. Auch die Geräusche, wo dabei gemacht werden, also es plätschert richtig, man kann sich drunter stellen und duschen. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Auch so über die Tür. Ja, wenn man diesen Sprenkler woanders, also man kann nicht mehrere Sprenkler irgendwo gleichzeitig sprengeln lassen, sondern immer nur einen. Und wenn man einen neuen platziert, ist der alte dann deaktiviert. Ist der weg. Und die sprengeln sich auch leer, also die sprengeln nicht ewig. Die werden meistens recht schnell weggesplattet, weil ich glaube, der Sinn der Sprengler ist es, die Gegner ein bisschen zu verwirren und glauben zu lassen, dass da jemand steht und splattet und dann ist da niemand. Aber natürlich wird auch ein bisschen eingefärbt. Ja. Also, ich habe so Coupons bekommen, so Gutscheine für Artis Laden, der übrigens aussieht wie ein Minion, sehe ich gerade. Und die verbrauche ich jetzt da so ein bisschen. Ich werde jetzt nicht alle Waffen. Also ich weiß, es gibt so Hardcore-Fans, die wollen alle Waffen im Sortiment haben. Wobei, ich hätte schon genug Goldmünzen, um ja eigentlich sogar alle Waffen kaufen zu können. Mache ich vielleicht auch irgendwann, wenn ich es durchgespielt habe, wenn Splatoon durchgespielt ist. So, ein Klecksroller hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich habe bei Splatoon 2 mal kurz einen Klecksroller. Hat mir die Sekundärwaffe oder dann die Ulti-Waffe nicht so gut gefallen. Das war, glaube ich, ein Ultra-Stempel. Und wie gesagt, die Ultra-Stempel, die liegen mir nicht so. Die mag ich irgendwie nicht. Man kann mega viel einfärben. Und hier ist die Ulti-Waffe. Die Wolke, der Tintenregen. Auch einer meiner Lieblings-Ulti-Waffen nach dem Tintenschock. Gut, der Krabbenpanzer und der Haihammer sind auch cool. Aber ich möchte mal was Neues ausprobieren. Übrigens, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Mir gefällt dieser Effekt, dieser Animationseffekt, dass eben die Farbe auch richtig runterläuft
und runter trieft und dribbelt, oder was? Das ist, muss es immer wieder sagen, es ist einfach richtig toll. Ja. Und ich teste noch den hier, diesen Schwammschwabber, der mich schon sehr oft sehr, sehr viele Leben gekostet hat. Also egal in welchem Spiel Blubberblasen hier begegnet bin, die haben mich immer weggekillt. Immer. Also immer. Und dieser Blubberblasen-Tinteneffekt gefällt mir sehr gut. Er färbt viel ein. Die Ultiwaffe ist die Wolke, ist der Regen und die Sekundärwaffe, der Sprengler. Und das Ding nehme ich auch. Das ist gekauft. Ja, Arti, wickel es ein, pack es ein, ich nehme es gleich mit. Das ist sowas von gekauft und es wird auch gleich angelegt, weil damit will ich dann gleich in die ersten Spiele starten. Sieht ein bisschen aus wie ein Waschbecken. Und so. Optisch gefällt mir immer noch der 3R-Schwabber von den Eimern am besten. Der grüne, den habe ich übrigens auch in echt hier von Etsy damals. Aber diese Blubberblasen, richtig toll. So, ich probiere diese. Das habe ich gemeint, diese Sekundärwaffe. Was ist denn das, diese komische Wolke? Ihr wisst da bestimmt besser Bescheid. Oh, der Kip, der ist hier Splatoon. YouTuber und weiß nicht, wie diese Waffe heißt. Jo, naja, es ist egal, ja. Ich muss ja den ganzen Tag hier arbeiten, ja. Ist ja mein Job, Splatoon zu spielen. Ich verdiene bloß kein Geld damit, aber das ist auch egal. Also das wäre toll, mit Splatoon Geld verdienen. Ja, das war's für dieses Video. Es geht gleich weiter im nächsten Video, wo dann gespielt wird. Wir sehen uns in der Arena, auf dem Flugplatz höchstwahrscheinlich. Bis dann. Tschüss.